Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DCS World. Ich habe mich entschieden, nochmal mit der SU-25T zu fliegen. Und bevor wir das machen, machen wir uns den Strom an und machen mal eben ganz kurz das Nerv-MS aus, beziehungsweise leiser, und schauen mal, was wir uns hier an Munition ans Flugzeug batschen. Und ich habe zwar schon ziemlich viele Bomben versucht, allerdings diese 240 Kilogramm Freifallbombe, das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt muss ich mal überlegen, wie die heißt. FAB 500, das ist die große. Die machen wir uns rein. Wie viel können wir denn davon mitnehmen? Oh, noch eine, sehr schön. Und noch eine. Das wird ein schwerer Flug werden. Geht da noch mehr? Ja, wir packen uns jetzt richtig voll hier mit den dicksten Dingern, die wir hier überhaupt haben. Und da wir gleich voll drüber sind, nehmen wir noch die Pots mit, hier die MPS zur Radarstörung. Und wir müssen gar nicht so weit fliegen, von daher gehen wir mit dem Sprit ein bisschen runter. Ich habe das auch schon geschafft, mit Übergriff quasi zu starten. Das geht auch, aber da braucht man dann schon die ganze Landebahn. Nochmal schnell einen Kaffee getrunken. Bevor wir jetzt starten, wollen wir mal eben gucken. Wir sind hier oben. Die gleiche Mission habe ich auch schon mal mit dem Helikopter geflogen. Man erinnert sich vielleicht, wo ich hier. Hoppala. Wo ich hier im Gange war und habe hier die ganzen Männchen und so weiter, die ganzen Versorgungstrucks weggeballert. War ziemlich schwierig. Heute wollen wir mal hier ein bisschen rumwüten. Oh. Normalerweise ist das doch unser Flugplatz hier, oder? Sehe ich das irgendwie anders? Ja gut, dann werden wir jetzt den Flugplatz mal zurückerobern. Ich hoffe, dass wir so viel Sprengkraft haben mit 240 Kilo, dass wir das auch gebacken kriegen, selbst wenn ich nicht genug Zielfähigkeiten an den Tag lege, sag ich mal. So, Cockpit machen wir mal dicht und ja, man sieht schön, wie sie wackelt, da kommen die dicken, fetten Bombis dran und dann sollte er auch fertig sein. Wunderbar. Dann machen wir unsere Triebwerke an, wir schenken uns mal die Schnaggerei mit dem Tower, wir wollen ja langsam in die Luft und dann können wir noch mal eben. Dann machst du die Klappen jetzt hoch und sollst sie runter machen. Wunderbar. Unser Triebwerk fährt hoch. Zu sehen. Unten rechts. Und bei 4 ungefähr pendeln sich die Dinger ein und dann können wir anfangen, hier Richtung Startwahl zu rollen. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Wir müssen links abbiegen, zweite rechts sollte reichen. Damit wir auch mal ein bisschen zukommen. 50% Gas reichen in der Regelfall, um hier sicher zu rollen. Aber ich bin immer so ungeduldig. Ich fahre mal lieber voll mal ein bisschen schneller. Ich freue mich ja schon auf DCS2, man kann es ja auch schon runterladen. Nur man kann es noch nicht spielen, wenn man sich die Map nicht kauft. Das finde ich sehr schade eigentlich. Und jetzt werden wir doch ein bisschen schnell. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich muss ein bisschen abbremsen hier. Mal eben schauen, ist das schon die zweite? Ne, wir fahren noch einen weiter. Ja, würde ich sehr gerne spielen, denn die Grafik hier ist doch nur. Ne? Brauche ich nicht ganz viel zu sagen. Sieht zwar so ganz nett aus, war wahrscheinlich auch mal das Beste vom Besten. Ist es aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir sind viel zu schnell hier. Ist ja, als ob ich auf Kopfsteinpflaster fahre hier. Ich weiß nicht, ob das im Video auch so ist, aber. Schnell einen Blick nach links und rechts. Und dann biegen wir
auch schon auf die Rollbahn ab. So. Kleines Stück noch, bisschen ausrichten. Ich schenke mir jetzt die Prozedur mit dem Sparen hier und sorgen wir dafür, dass wir langsam mal auf Vollgas kommen hier. Die Leute, die DCS spielen, mich würde ja mal interessieren, warum die ganzen russischen Maschinen bei Vollgas rauchen. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber die MIG raucht, die SU-33 raucht, die SU-25T raucht bei Vollgas. Als Gegenpart habe ich jetzt gerade nur die F-5, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass sie nicht raucht. Also zumindest so einen schwarzen, so einen schwarzen Rauchstreifen, als ob der diesen Partikelfilter-Schrott ist, aber gar nicht vorhanden. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es ein bisschen besser sehen. Ich muss mal darauf achten, dass wir uns abfallen. Meine Güte, die Bomben reißen einen runter. Die Landzunge, da waren wir drauf zu halten. Da. Man sieht so einen ganz leichten Rauchstreifen. Wir wissen nur, da jetzt sieht man sehr schön. Das ist mir bei der F-15 irgendwie noch nie aufgefallen. Ich müsste mal ein Video von der drehen. Alter Schwede, ist die Karre ausgetrimmt, Alter. Jetzt habe ich einen Kartoffelsack fliegen hier. So, das langsam aus. Okay, orientieren wir uns nochmal kurz bei der Karte. Da ist noch eine SU-25T wahrscheinlich. So, das ist die Landzunge, die wir da hinten sehen. Da brennen wir einfach drüber weg und dann nehmen wir uns gleich den Flughafen hier ins Visier und werden mal da ein bisschen aufräumen. Ich weiß gerade gar nicht, wie schnell ich mit den Bomben hinten dran fliegen kann, bevor sie anfängt sich zu rütteln und zu schütteln. Aber das werden wir jetzt gleich im gleichen Atemzug mit... 137. Also dafür, dass die SU-25T ja Free-to-Play ist, finde ich sie trotzdem so geil. Also sie, mir macht sie einfach Spaß. Die F-15 und der Black Shark machen mir auch mega Spaß. Aber man muss sich nichts kaufen, um hier ein paar schöne Minuten, sag ich mal, zu verbringen. Man hat kein Pay-to-Win, man hat keine Nachteile. Natürlich hat man irgendwie auch Nachteile. Und schön irgendwie, im Luftkampf ist sie natürlich hier nicht zu gebrauchen, das Ding. Ne? Also wenn man hier mal was abschießt, dann ist das mehr so wie ein Lucky Shot. Oh, jetzt wird sie langsam rumzicken hier. dafür ist eine F-15 allerdings nicht für Bodenkämpfe geeignet. Ne? Also hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier langsam mal den Flugplatz warten. Wir können das ja eigentlich auch hier mitmachen. Wie? What is falsch hier mit meinem... Moment. Den machen wir nochmal aus. Nochmal wieder an. Geht's. Okay. Da, okay. So. Muss ich mal langsam gucken, dass ich hier um meine Ziele finde. Und ich glaube, das wird viel schwerer als gedacht. Also mal eben schnell auf die Karte gucken. Ich komme jetzt von da, dann ist hier hinten die Landebahn. Okay.
Tja, da bewegt sich doch was. Jetzt haben wir zu sehen das Licht angemacht. Das macht aber nichts. Ja, aufschalten will er den nicht. Zumindest noch nicht. So, nehmen wir uns das Dreierkopiert vor oder der da so ein bisschen wild umherfährt. Wenn wir es schaffen, bleiben wir bei dem. Also ich nehme den Monitor jetzt nur zur Hilfe. Die Bomben kann ich eigentlich auch ohne Monitor fallen lassen. Schon wieder, also sich schon wieder bewegt. Ja, der bewegt sich die ganze Zeit hier. Jetzt hat er ihn aufgeschaltet. Okay. Das hilft natürlich ungemein. Das ist cool. Das ist einer von uns. Nein, das kann keiner von uns sein. Das kann mich hier gerade mit meinem Sichtscheiß nicht klar. So, Freundchen. Das wird gar nicht gleich zu leicht sein. Hätte ich mal eine Rakete mit dabei gehabt. So. Launch authorized. Launch authorized. Na komm, schalt um. Missile 12 o'clock. Missile 12 o'clock low. Missile 12 o'clock low. Missile 9 o'clock low. Missile 12 o'clock low. Missile 6 o'clock low. Hydraulics failure. Scheiße, jetzt haben sie mich. Hydraulics failure. Missile 6 o'clock low. Hydraulics failure. MLWS failure. Das machen wir jetzt mal mit. Jetzt nehmen wir uns mal ein paar Raketen mit. Wir können uns ja mal so einen schönen Mix aus allem daran hängen. Den nehmen wir uns erstmal hier zwei dicke Bomben mit. Die gleichen nochmal, die haben ordentlich einen Krater gemacht. FAB 500 war das. Und Raketis, ja, Raketis. Raketen, muss ich jetzt gerade mal eben gucken, welche ich denn da nehmen könnte. Und zwar brauchen wir irgendwas, was gelenkt ist. TV und ungelenkte Bomben. Lasergelenkte Waffen sind gut. Die KH-29L. Sieht ganz nett aus, die kann ich aber nicht ranhängen. Ich glaube, die kann ich nur hier ranhängen. Genau. Die machen wir da rein. Und hier die KH-29L the same. Dann machen wir jetzt hier die Bomben rein. So. Das sind die großen 240 Kilo Bomben. Jetzt habe ich hier Mist gebaut. Das sind die 240 Kilo Bomben. Und dann müssen wir mal KH-25ML. Das ist eine Kurzstreckenbodenluftrakete. KH-25ML, so. Und ich würde sie hier gerne auch anhängen. Wenn ich auf Raketen gehe, finde ich es auch gut. Ja, und dann nehmen wir nochmal einen Schwung Bomben mit. Irgendwie so was Schönes, was streut hier Antipanzer. RPK, sieht da RPK 500. Ja, das ist so eine schöne Streubombe. Die 108 Bomblets ausstoßen kann. Wir sind zwar drüber mit dem Gewicht, aber da pfeifen wir jetzt gerade drauf. Und die wirft irgendwie 108 Bomben an und ist eine Antipanzer
Streubombe. So, das reicht uns. Mehr wollen wir nicht. Wir wollen Panzer kaputt machen. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich wieder vom Himmel gezogen werden. So, gleich werden wir eine richtig coole Bewaffnung haben. Die sieht dann auch echt cool aus. Also ich finde diese beiden dicken Raketen da, die machen schon was her. Irgendwie sieht das schon geil aus. Jetzt haben wir einen schönen Mix. Rakete, Bombe, Rakete, Bombe. Und ganz außen gleich die Radarstörsender. Und dann ist er auch hoffentlich gleich fertig. Das ist er. So, dann machen wir mal Klappenstufe 2. Jawohl. Irgendwie scheint das eine Lichter ein bisschen buggy zu sein. Ne, doch nicht, ist runtergefahren. Okay. Wenn wir mit 2 Landeklappenstufen fahren, starten. Gut, Attacke. Und let's fetch, sprach der Frosch und sprang in den Ventilator. Wir sind, glaube ich, jetzt 1000 Kilo drüber gewesen, über Maximalgewicht. Was ist das? Ah, hier dieses Ausbildungsflugzeug. Fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. Sitzen noch zwei drinne? Sitzt ja nicht mal einer drinne. Langweilig. Okay. Eine andere Möglichkeit wäre, mit dem Hubschrauber da ein bisschen Spaß zu haben. Die Ausfahrt nehmen wir hier. Wir werden den Vogel schon irgendwie in die Luft kriegen hier. War ja auch lustig. Ich habe mir eben den RWS-Warner so leise gestellt, dass ich wahrscheinlich gar nicht gehört habe, dass ich aufgeschalten wurde. Aber man kann ja auch nicht an alle denken, ne? Und voll da. 113. 100. Обнаружена цель. 113. Удаление. 160. На 6000. Дистанция не меняется. 37. 100. Обнаружена цель. Oh, da sitzt noch einer drin. Ich kann nicht gesehen. Удаление. 160. На 6000. Дистанция не меняется. 113. Сочи. Разрешаю рулей на полосу 2-4. 113. Oh, die haben dann den Lock gestartet hier mit dem Ausbildungsflugzeug. Ich weiß nicht, wie das heißt, meine Güte, aber ich finde das total cool, dass man da jetzt so zwei drin sitzen kann. Da hinten fliegt er. Ich kann auch nicht sagen, wie schnell der ist, aber ja, was die halt sind so für coole Fähigkeiten hat. Aber ich glaube, der ist um einiges schneller als wir. Gucken, vielleicht können wir ein bisschen aufschließen zu dem. Und mal so einen kleinen Formationsflug da mit dem fabrizieren. Gleich da. Hinter der B-Säule auftauchen. Oder hinten ist er schon. Ah, ich glaube, das wird nichts. Den werden wir nicht kriegen. 113.
сотый. Обнаружена цель. 118. Удаление 90. На 500. 113. Сотый. Обнаружена цель. 118. Удаление 190. На 6000. Сближайтесь. 137. Сотый. Обнаружена цель. 117. Удаление 190. Ekelhaft. So, jetzt geht's langsam. Okay. Monitor an. Okay. Irgendwo da müsste der Feind sein. Mensch, 720 km/h wohlgemerkt. Auf die Karte. Da oben sind wir. Und der ist ganz vorne. Der steht da drin und der steht bei den Hangars. Okay. Kriegen wir den vielleicht irgendwie aufgeschaltet oder hat er sich da versteckt, der Schlingel? Da fährt auf jeden Fall was. Zwischen den Hangars. 113. So, wenn du jetzt mal langsam aufschalten würdest, die echt verbunden. Sehr schön. Nein, hat er nämlich nicht. Jetzt. Jetzt hat er aufgeschalten. Und er schießt nicht. Ach, weil ich den Laser nicht anhabe. SCG Oberlas. Launch authorized. Okay. Alles klar, die ist draußen. Ich muss meine Speed Brakes rausfahren. 113. Speed Brakes wieder rein. Jawohl. Und Vollgas und weg. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Ich hab das vergesst, das immer so gerne mit dem Laser. Den Laser müssen wir wieder ausmachen. Und jetzt sind wir natürlich rechts um einige schwerer. Da müssen wir ein bisschen nachtrimmen. Oh, rechts müsste es eigentlich sein. Sonst würde er nicht nach links kippen. Links ist aber schwerer, aber rechts
Umgekehrt, rechts über schwerer, aber links abgewandert haben. Meine Güte, ist das schwer heute. 137, 100. So, aber irgendwo habe ich doch was gesehen. Lola, das ist eine Meldung, die ich bisher noch nie gesehen habe. Gut, wir gelaufen haben. Aber ich habe keine Ahnung, was Lola heißt. Ach so. Ah, alles klar, ich kann hier noch meine Waffen durchschalten. So, die 29L, die nehmen wir uns nochmal. 137. Обнаружена цель 006. Удаление 90 на 11 тысяч. Дистанция не меняется. Вот. Zack. Zack, dann lassen wir den mal stehen. Und gleich schon das nächste Ziel besuchen. Besuchen. Suchen natürlich. Nehmen wir doch hier so einen Panzer. Den haben wir aufgeschaltet. Okay. Shift-U für den Laser. Ne, Laser nochmal aus. Alter Schwede, die Kiste habe ich noch nicht richtig nachgetrennt. Jetzt den Laser Launch aus. Authorized. Laser an. Oh, tschüss. Müssen wir den Laser noch einen Augenblick anlassen. Oh, bin ich schnell. Leck mir im Arsch. Ich würde hier gerne da drüben noch eine Bombe abwerfen. Wenn ich schaffe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da geht's hier rüber. Okay, hier haben wir noch eine Bombe. Laser wieder aus, Speed Brakes raus, wieder rein. Und dann gucken wir mal. Und Vollgas und lieber wieder weg hier. Das ist alles schon kaputt. Missile, 9 o'clock low. Missile, 9 o'clock low. Missile, 6 o'clock low. Missiles 6 o'clock high. Okay, ich glaube, das haben wir hinter uns. Das waren noch echt viele Flares, die wir da jetzt rausgebrochen haben. Aber ich wollte nicht sterben. Ich wollte nicht schon wieder so einen Raketenarmada drin kriegen. So, dann sind wir einigermaßen ausgetrimmt. Machen wir doch mal von rechts. Von uns aus gesehen uns rechts hier. Das heißt, wir drehen gleich eine schöne Linkskurve. 137, 0, 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 0
Muss mal langsamer werden. Und mal auf die Karte gucken. Da ist ja gar nicht mehr so viel. Da war aber. Ach, nehmen wir den. Den nehmen wir auch, okay. Ich bin ja nicht fehlerisch, was das angeht. Ich habe da auch eine AA-10 gesehen. So, Laser. Launch authorized. Feuer. Da ist die AA-10. Weg sein. Da ist er weg. Launch authorized. Nein, will ich gar nicht. Ich will. Die ist schon Schrott, okay. Dann mal Vollgas. Launch authorized. Ich muss den Laser ausmachen. Zack. Launch authorized. Zack. Zack. Missile, 3 o'clock low. Missile 6 o'clock low. So, was haben wir denn hier noch in unserem Flieger? Eine Rakete haben wir noch, die L25. Sprit haben wir auch noch genug, also machen wir nochmal einen ganz schnellen Anflug hier. Gibt es denn überhaupt noch was Schönes? Da, den da oben, den GFHJ, bla 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 bla. Gucken, ob wir uns den hier schnappen können. Viel Zeit haben wir nicht. Natürlich die Frage, ob ich den hier auf die Schnelle sehe und finde. Und ich sehe das so im Regelfall besser oder schneller, wenn man einfach ein größeres Gebiet absuchen kann. Ach, der ist da, da muss der sein. Da ist er doch. Da ist er doch. Okay, nehmen wir jetzt eine Bombe. Und die sind viel zu tief. Verdammt. Aber hinter den Stromkabeln, okay. Dann werde ich hoffentlich gleich nochmal wieder finden. Schmeißen wir ihm einfach eine Bombe auf den Kopf. 137. Ein bisschen Höhe brauchen wir noch. Schöne schmatzige Kurve fliegen. Oh. So, Freundchen. Da ist die Stromleitung. Ich hoffe, der steht da auch noch. Da, ich sehe ihn, glaube ich. What the fuck? Launch authorized. Launch authorized. Da ist er. Ach, shit. Das ging doch schon wieder in die Hose. Warum? Weil ich dieses so lange suchen muss. Wahrscheinlich lasse ich... Missile. 9 o'clock low. So sparsam mit den Dingen. Wir haben nicht so viel. Missile. 9 o'clock high. Missile. 9 o'clock high. 1-1-5, 5-0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 -
Gut. Wir versuchen es nochmal. Den zu kriegen. Kriegen. Hier passiert auf jeden Fall gerade irgendwas. Aber ich glaube, ich finde den mit dem Monitor nicht so schnell hier. 137, 1, Laser an. Launch authorized. So. Ich treffe ihn nicht. Vorbeigeballert. Komm schon, komm schon, komm schon. Launch authorized. Scheiße, den wird auch nicht treffen. Launch authorized. Na? Ich sehe gar nichts. Ich bin auch schon ziemlich leer hier. Launch authorized. Den Laser noch an. Ups. Huch. Aber dann können wir hier gleich da drüben noch mal ein bisschen was machen. Da ist ja auch noch was los. Da steht ja auch noch was rum. Launch authorized. So, wo fliegt hier? Die knallt jetzt darauf. Fliegt die so weit, tatsächlich? Da soll die ja nur die Fütter bekommen. Tja, normalerweise geht das ein bisschen anders hier. Na gut. Einen schönen Angriff fliegen wir noch. Fliegt auch irgendwas. Könnte von uns sein, könnte feindlich sein, weiß ich nicht. Prüfe ich sofort. Sowohl als auch. Okay. Gucken, was ist denn hier noch überhaupt? Da steht noch einer mit dieser bescheuerten A10. Versuchen aufzuschalten. Da fliegt auch noch ein komisches Ding. Ich glaube, der steht da und deswegen kriegen wir den Flugplatz nicht. Spike. Spike heißt der gute. Ich bin viel zu schnell, Freunde. Natürlich die Frage. Wie kriege ich den Kollegen? Ist das hier die AH-10? Muss ich wieder auf Sicht machen. Okay, Freunde. Jo, das ist er. Nee, das war nix. Flugzeug muss ich besser ausrichten. Das sieht nicht so schlecht aus. Und... komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Launch authorized. Das war's aber, glaube ich, nicht. Man sollte manchmal auch gucken, was man macht. So, eine Bombe noch, eine Bombe noch.
Aufsicht. Das letzte Schätzchen. Oh, da fängt er an zu pusten. Aber das war der falsche. So, was steht da? Da ist er. Da ist die A10. Die muss weg. Scheiße, ich kann nicht treffen. Launch authorized. 1, 5, 7. Удаление 90. На 6000. Дистанция не меняется. Oder ist sie weg? Oh, startet die denn? Na gut, wir sind eh leer. Обнаружена новая цель. 0,6. Удаление 21 на 1000. Дистанция не меняется. Mir jetzt die Flügel hier, weil ich habe gerissen. Ich habe alles am Knüppel gezogen, was ging. Ui, da muss ich erstmal einen Schlupfer. Junge, Junge, Junge. Das war ja wirklich haarscharf. Ding bricht gleich aus dem Nebel. Fuel 1500. 4500, okay. 1, 2, 6. Удаление. Unser Treibstoff knapp. 70. На 12000. Дистанция не меняется. Aber es reicht noch zum Zurückkommen. Das reicht noch. Das sollte locker reichen. 7. Обнаружена новая цель. 1, 1, 4. Удаление 30. На 500. Übrigens wusste ich bis vor kurzem gar nicht, dass die Dinger es nicht mögen, wenn man zu lange im Kopf fliegt, der fliegt, dann gehen einfach mal spontan die Triebwerke aus, weil sie kein Sprit mehr kriegen. Das ist interesting. So, aber dieser komische Spike da, der ist ja immer noch. Vielleicht muss man da einfach landen. Mit dem Helischrauber wäre das eine relativ einfache Kiste, sich einfach hier irgendwo dazwischen zu stellen. Oder muss man von Landebahn landen? Zumindest könnte man hier mal eben, ja, weiß ich auch nicht, mal eben gucken, ne? Gucken, dass keiner guckt. Oder so. Sprit reicht nur locker, da kriegen wir noch hin.
Die sind ja jetzt eh super leicht. Von daher. Wie weit haben wir denn noch? Nicht mehr ganz so weit, sehe ich gerade. Das haben wir schon. Das heißt, fliegen wir uns langsam unsere Kurve. Сочи, 137. Возврат. 137. Сочи. Следуйте курсом 273. Удаление. 25. Давление. 75.7.34. Посадочный. 06. Занимайте высоту круга. 137. Сочи. 137. Разрешите посадку. 113. Ich bin ja kein Meister des Landens. Und eigentlich sollte ich mir dafür immer mal ein bisschen mehr Zeit lassen, aber. Ja. Der gibt mir jetzt gerade Landeerlaubnis und sagt zum anderen klar zum Rollen der Startbahn und dann gibt er den gleich wahrscheinlich auch noch das wird schon wieder ein Scheißwinkel. So ist jetzt schon. Oh, das wird wieder eine Hardcore-Landung werden. Ist die Landebahn verflucht. Da. Ich bin immer noch viel zu schnell. Gear down. 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 Wie soll das denn schon raus sein? На 537. Сочи. Проверьте выпуск шасси. Посадочный. 06. 115. Сочи. Запуск разрешаю. Хэп-хэп-хэп-хэп-хэп. Und... Jetzt stehe ich. Jetzt hängt es bei mir. Ich drücke trotzdem mal einfach auf P. Für den Bremsfallschirm. Oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es geschafft habe oder nicht. Es sah ja gar nicht so schlecht aus. Aber irgendwie geht hier gerade nichts. Doch, es zuckt. Ja, juhu, wir stehen. Wir haben zwar nicht viel. Und dann machen wir den Bremsfallschirm wieder. Und die Speedbase wieder rein. Ich hoffe, dass es dann noch irgendwo reingeht hier, um uns zu ruckeln. So, dann räumen wir nochmal ganz schnell zur Landing Area, wollte ich gerade sagen. Läuft doch. Das war doch mal ein gelungener Flug mit einigen Engpässen, so will ich das jetzt einfach mal nennen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet irgendwie viel Spaß, diese Fluglinie dann zu schauen, wie ich. Und wenn ihr Bock habt, wieder einzuschalten, dann würde ich mich natürlich freuen. Wenn ihr das macht und bis dahin sage ich ja, tschüss und hau rein. 1-4-9. Zarukujte na stojanku.